Hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch, weil wir machen heute bloß Dia-Show. Alle Bilder nicht von mir, von wem sie jeweils sind, steht dabei, bis auf das allerletzte, das ist dann tatsächlich von mir. Das da ist der Riesenbärenklau. Der Riesenbärenklau zählt zu den ja tatsächlich gefährlichsten Pflanzen, was Berührung angeht, die wir in Deutschland überhaupt finden können. Vielleicht ist er sogar die gefährlichste überhaupt und kann, um es kurz zu machen, schwere Verbrennungen tatsächlich auslösen oder zumindest etwas, das sich dann im Resultat wie eine schwere Verbrennung anfühlt. Wenn man in die Pflanze reinrennt, reicht schon. Ja? Also im Prinzip eine krasse Brennnessel, wenn man so möchte. Also so kann man sich es zumindest ganz gut merken. Das ganze Ding ist ein Doldenblütler. Da müssen wir jetzt kurz, damit wir den auch sicher erkennen können, erklären, was zum Geier ist eigentlich ein Doldenblütler. Und dazu hätte ich hier diese schöne Abbildung. Hier haben wir jetzt mal ein schönes Schema eines Doldenblüters. Bestehend aus oben die roten Punkte sind die Blüten. Dann haben wir unten den dicken grünen Strich. Das ist die reguläre Sprossachse. Und die kleinen, dünneren grünen Striche, das sind die Nebenachsen. So, und damit wissen wir jetzt auch, was eine Dolde ist. Das ist nämlich eine Blüte, die sich am Ende der Sprossachse in sozusagen Nebenachsen aufteilt und dann sitzt an jeder Nebenachse eine Einzelblüte, die sich dann von oben betrachtet plus minus auf selber Höhe und zwar immer am Ende der Pflanze befinden. Also das haben die Doldenblütler so gemeinsam, dass sich ihre Blüten immer am Ende der Pflanze auf ungefähr selber Höhe wie so ein großer Blütenteppich befinden. Ne? Bildmaterial dazu kommt dann gleich noch vieles. Die meisten Doldenblütler, die wir allerdings in der Praxis finden können, haben eine sogenannte Doppeldolde. Das heißt, da sind die Seitenachsen dann noch einmal unterteilt in Unterdolden oder Döldching, an denen dann jeweils die Blüte hängt. Ja, also hier also nochmal eine weitere Verzweigung. Man spricht da auch gerne von der Doppeldolde, weil sie doppelt verzweigt ist und noch eine zusätzliche Verzweigung stattfindet. Sowas wie dieses Bild haben wir auch beim Riesenbärenklau oder auch bei anderen Bärenklau-Gewächsen, den Heracelien. Dieses Wort, Moment, gucke ich nochmal nach. Ja, ich glaube, wir dürfen sie Heracelien nennen. Tatsächlich hat das was zu tun mit einem gewissen Herakles oder auch in Deutsch Herkules. Das Ding nennt sich nämlich auch Herkulesstaude oder Herkuleskraut und das trifft auf sämtliche Vertreter der Gattung zu, dass die eben ursprünglich nach Herkules benannt worden. Warum? Naja, die werden bis 3 Meter hoch und das ist einfach beeindruckend vom Wuchs her, auch die Wuchsgeschwindigkeit sehr beeindruckend und deswegen so der Herkules der Pflanzenwelt in Anführungszeichen. Das ist auch schon der Hintergrund, warum die Dinger so heißen, wie sie heißen. So, dass die jetzt gefährlich sind, habe ich ja schon gesagt. Und die schöne Doppeldolde können wir hier auch einigermaßen erkennen im Blütenverlauf. Das sehen wir allerdings gleich noch ein bisschen genauer. Charakteristisch sind vor allen Dingen diese großen Blätter hier, die doppelt gezahnt und wirklich eine gefühlt stachliche Angelegenheit sind. Die sind nicht wirklich pieksig in dem Sinne, dass man ihnen ansieht, dass sie pieksig sind. Wie sie sich genau an fühlen, kann ich nicht sagen, weil man sollte sie auch gar nicht anfassen. Dementsprechend sollte es für euch auch kein Kriterium der Bestimmung sein, die erstmal schön anzufassen und sich mal anzugucken, wie die Haptik dieser Blätter denn so ist, weil sobald etwas so aussieht und dazu noch einen großen Stängel hat und dann möglicherweise tatsächlich noch 2 bis 3 Meter hoch ist oder sogar 3,60 Meter ist, glaube ich, das Rekordexemplar, das man da mal gemessen hat, dann wesentliches Bestimmungsmerkmal Nummer 1. Bloß nicht anfassen, wenn auch nur was entfernt ungefähr so aussieht. Ja, auch nicht mit dünnen Handschuhen, einfach nicht machen. So, kommen wir zu den Details. Es wäre nämlich wichtig, sich einzuprägen, woran man das Ding am Blatt erkennen kann und nicht nur an der Blüte, weil auch eine kleine Herkulesstaude oder Riesenbärenklau kann schon wirklich gefährlich sein, wie ich dann später noch berichten werde. Wichtig ist, die Blätter können sehr groß werden, wachsen im jungen Zustand zumindest rosettenförmig oder halbrosettenförmig, für den Laien dürfte es aber rosettig aussehen, aus dem Boden heraus. Und was man hier zu sehen kann, diese großen grünen Gebilde, die hier zu
allen Seiten weggehen, ist jeweils ein Blatt. Also die gesamte Blattspreite ist unterteilt in eben diese kleinen Einzelblättchen, die dann da eben nochmal gezahnt sind. Aber im Grunde handelt es sich hier botanisch gesehen jeweils um ein Blatt. Die sind eben stark fiederschnittig, nennt man das, wenn das Blatt eben nochmal in solche Blättchen in Anführungszeichen unterteilt ist. So ein einzelnes Blatt locker mal mehr als 20 cm breit und kann auch gerne mal einen Meter lang werden, wenn die Pflanze dann schon sehr, sehr groß ist. Gibt es aber eben auch in kleinen, bei jungen Exemplaren. Das ist genau das, wovor man sich in Acht nehmen muss. Für mich persönlich finde ich recht auffällig, wie stark hier die Blattadern hervortreten auf der Blattoberseite. Das kann man auf diesem Bild auch ganz gut sehen. Das erinnert so ein kleines bisschen an Efeu. Wer Efeu gut kennt, ist für mich persönlich einfach zum selber merken ein ganz gutes Merkmal. Leicht behaart sind sie. Die Stängel sind auch leicht behaart. Das, wie gesagt, nur sehen, bloß nicht anfassen. Und alles, was auch nur im Entferntesten so aussieht, das kann man schon mit diversem anderen Krempel verwechseln, das langt man dann einfach nicht an und läuft auch nicht mit kurzer Hose durch und nach Möglichkeit auch schon mit langer Hose, wenn sie es vermeiden lässt, gar nicht erst durchlaufen. Ne? So, also soweit haben wir das jetzt gesehen. Wenn es dann blüht, ist es sehr eindeutig zu bestimmen. Das gucken wir uns auch noch schnell an. Ah nö, halt, hab noch vergessen zu erwähnen, nachdem sich die Leute immer wieder mal botanische Fachbegriffe bei meinen Bestimmungshinweisen wünschen, die Blätter sind wechselständig. Ja? Nur für diejenigen, die mit dem Begriff was anfangen können. So, aber jetzt zur Blüte. Sehr charakteristisch ist nämlich das Vorstadium der eigentlichen Blüte, also die Blüte steckt da jetzt im oberen Knubbel drin. Der Knubbel hat allerdings zwei große Umhüllungen in Form von großen Kelchblättern sozusagen. Die unterste ist hier bereits offen, beziehungsweise da streikt jetzt durch das weitere Hochsteigen, beziehungsweise beim weiteren Hochsteigen der Sprossachse ist der untere aufgebrochen und dann wird der obere Kelch sozusagen da rausgehoben. Also man kann diesen Zustand beim Riesenbärenklau relativ häufig beobachten, dass das so aussieht. Es sieht sehr speziell aus. Sollte man das so entdecken können, dann kann man sich auch gleich wieder durchaus bestätigt darin fühlen, dass man in diese Pflanze nicht unbedingt reinrennen sollte. Also heißt, wenn man das beobachtet, bitte aus der Ferne. So, und das Ganze bricht dann auf und dann kommt aus dem Blütenkelch da die eigentliche Blüte raus, eben in der Doppeldoldenstruktur. Die haben wir ja schon gerade eben gesehen und das sieht dann folgendermaßen aus. So, hier lässt sich jetzt ganz schön die Doldenblüterstruktur erkennen und ja, ist riesig. Und auch diese aufgeplatzte Blütenknospe, die wir eben noch gesehen haben, also diesen Knödel, wo die Blüte drin hockt, ist jetzt aufgeplatzt, hängt hier so als Fetzen runter und wir haben eben diesen riesigen Blütenstand, der da rausgekommen ist. Davon gibt es sogar mehrere an ein und derselben Pflanze. Ist also wirklich etwas, was bemerkenswert riesig wird und ein enormes Wachstum an den Tag legt und wurde daher auch gerne mal in Gärten und in Parks durchaus absichtlich angepflanzt, eben wegen dieses enormen Wachstums. Und man kann das Ding, wenn man dann möchte, durchaus auch als schön empfinden. Da spricht im Grunde nichts dagegen. So, aber damit ist es eigentlich ziemlich unverwechselbar. Nur noch ein kleines Detail: angenommen, die Blüten sind schon verblüht und jetzt will sich diese Pflanze hier fortpflanzen, dann trocknet sie aus und nur die Samen bleiben übrig. Und in einem frühen Stadium dieses Austrocknungsprozesses sieht das Ganze folgendermaßen aus. Nämlich so. So, die gute Nachricht ist jetzt, sieht die Pflanze erstmal so aus, dass da statt Blüten diese samenartigen Gebilde, ne, ich will jetzt nicht weiter in die botanischen Details eingehen, zu sehen sind. Dann ist sie hoffentlich unten schon so weit ausgetrocknet, dass sie tatsächlich keine Gefahr mehr darstellt. Im trockenen Zustand ist dann nämlich vorbei mit der Giftigkeit, mit der Berührungsgiftigkeit. Aber nur, falls sie noch grün sein sollte und statt Blüten eben diese Dinger oben drauf kleben, dann sich davon nicht verwirren lassen. Auch dann ist es wahrscheinlich noch zumindest irgendein Bärenklau, wenn es wahrscheinlich auch sogar eben der Riesenbärenklau dann ist. Das kann man, wie gesagt, auch an der Größe so ein bisschen festmachen. Gut, Verwechslungsgefahr besteht vor allen Dingen mit dem einheimischen Wiesenbärenklau. Nicht Riesen, sondern Wiesen, ne? Von der Wiese. Nur falls man mich akustisch nicht versteht. Der sieht nämlich so aus, ist von den Blättern her deutlich weniger stark gefiedert. Das heißt, es gibt weniger unterschiedlich kleine Blättchen an den einzelnen Blättern. Und das
die Einzelblätter sind auch deutlich kleiner. Also daran kann man das ein bisschen erkennen. Ansonsten sehen sich die Blätter in der Praxis schon ziemlich ähnlich. Wenn man also eben, wie gesagt, was ungefähr Bärenklauartiges von den Blättern her vermutet, dann darf man mindestens vom Wiesenbärenklau ausgehen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, auch der ist im älteren Zustand bereits giftig. Sehr junge Pflanzen sind theoretisch noch essbar sogar, weil sie das Gift erst später einlagern in größerer Menge und erstmal in die Höhe schießen sozusagen und eine Mindestgröße erreicht haben wollen, bevor sie anfangen, sich gegen Fressfeinde wehren zu wollen, weil Wachstum erstmal Vorrang hat sozusagen. Und bis das erfolgt ist, ist das Zeug noch harmlos. Ich würde es trotzdem persönlich nicht ausprobieren wollen, da ich ja jetzt auch eigene Erfahrungen mit den Bärenklaugewächsen gesammelt habe, aber nur der Vollständigkeit halber, das da ist eben die gute alte Botanikzeichnung vom Wiesenbärenklau. Will man jetzt die beiden Bärenkläue sicher unterscheiden? Das ist insbesondere dann interessant, wenn man vorhat, reinzurennen. Wie gesagt, nicht machen, aber nur für die Interessierten. Dann gibt es zwei wesentliche Merkmale, womit man Riesenbärenklau und Wiesenbärenklau unterscheiden kann. Und zwar hat der Riesenbärenklau folgenden Stängel, falls man da irgendwie drankommt und ihn nah genug sehen kann. Wie gesagt, ohne anfassen. Ich sage das noch 17 Mal, ist mir egal. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das begreift. Und dieser unterscheidet sich jetzt vom, also das ist der Riesenbärenklau, ne? Und der unterscheidet sich jetzt durch diese lila Punkte, lila bis purpur, bis halt irgendwie so ins rötlich-lilane gehende Punkte vom Wiesenbärenklau. Der hat nämlich, außerdem ist er rund, ja? Also der Stängel rund, wichtig. Auch wirklich ganz wichtig und gut zu sehendes Bestimmungsmerkmal. Während beim Wiesenbärenklau der Stängel eben nicht rund ist, sondern diese, ja, Spannrückigkeit, wenn es ein Baum wäre, würde man Spannrückigkeit nennen, aufweist und keine lila Flecken hat. Das ist also ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, wenn man die auseinanderhalten möchte. Plus, letztendlich gibt es auch noch einen weiteren Trick, wenn man gerade nur die Blätter hat und die Stängel nicht gut sehen kann. Hier noch einmal der Riesenbärenklau von den Blättern her. Und jetzt kommen wir zum Wiesenbärenklau. Der hat nämlich diese deutlich abstehende Blattscheide. Da war jeweils da, wo sich ein Blatt vom Stängel abhebt, befindet sich eben quasi dieses, ja, wie sieht ein bisschen aus wie ein Regensammelgefäß. Das könnt ihr euch einfach merken. Ein Regensammelgefäß ist es nicht, aber man, wie gesagt, man kann sich's merken. Botanisch Blattscheide und daran kann man die ganz gut auseinanderhalten, weil der Riesenbärenklau überhaupt keine oder zumindest keine nennenswert sichtbare Blattscheide aufweist. So. Sodala, jetzt hier kurz noch ohne Bild, weil unschön und damit möchte ich davor warnen, dass die folgenden Bilder tatsächlich nicht so appetitlich aussehen. Wiesengräserdermatitis ist im Prinzip für denjenigen, der es hat, wie eine Verbrennung zweiten Grades, die sehr lange Flecken auf der Haut hinterlassen kann und aber auch durchaus ein paar Wochen zum Abheilen brauchen kann, macht also überhaupt keinen Spaß und ist im Grunde eine Phytopfotodermatitis, also durch Pflanze, Phyto und Photo, also Licht, ausgelöste Dermatitis. Meine Ärztin hat dazu auch gesagt, es sei eine phototoxische Verbrennung, also eine durch Sonnenlicht toxisch giftig wirkende Verbrennung. Und diese Verbrennung insbesondere kann ersten oder zweiten Grades entsprechen und sieht dann letztendlich mal abgesehen von einer gewissen nässenden Wunde und einer Blasenbildung tatsächlich auch genauso aus wie eine Verbrennung bis zu zweiten Grades, ne? Und das ist dann nicht so schön. So, und dazu jetzt Bildmaterial, also spätestens jetzt weggucken. So sieht das dann aus. Das ist jetzt ein Bild aus dem Internet. Da ist offensichtlich jemand massiv in die Staude reingerannt. Das kann einen noch schlimmer erwischen, je nachdem, wie intensiv man da reinrennt. Das ist insbesondere natürlich für Kinder, die auf gesamter Körperhöhe da reinlaufen können. Gut, wenn die 2 Meter hoch ist, schafft das auch ein erwachsener Mann. Besonders gefährlich und das kann auch durch die Kleidung durchgehen. Also der Saft der Pflanze, der aus diesen scheinbaren Brennhaaren, die wir schon in der Vergrößerung des Stängels gesehen haben, austreten kann, der muss gar nicht injiziert, also nicht in die Haut gelangen, sondern einfach auf die Haut gelangen und das, wie gesagt, möglicherweise auch
auch durch die Kleidung. Da muss man also ganz, ganz vorsichtig sein. Und wenn man dann mit dem Saft Berührung hat und Sonnenlicht ins Spiel kommt, dazu komme ich gleich noch, dann sieht das relativ schnell so aus. Wir haben also zwei, ich sage jetzt mal, Stadien, die das annehmen kann. Das ist zum einen einfach die rote, verbrannte Haut, die ein bisschen aussieht wie ein übelst krasser Sonnenbrand. Und wir haben eben diese Blasenbildung. Das gibt es bei Sonnenbrand hin und wieder ja auch mal, aber hier eigentlich standardmäßig immer so große, wirklich zum Teil dick angeschwollene Blasen mit einem ja leicht gelblichen, dünnflüssigen Sekret drin, was so ein bisschen wie Eiter wirkt, aber viel dünnflüssiger ist als klassischer Eiter. Relativ eklige Angelegenheit, und davon hat man dann auch eben sehr viel, je nachdem wie viele Blasen man da abbekommen hat. Die werden dann mit der Zeit platzen. Das hat bei mir so ein paar Stunden bis 3 Tage gedauert, bis die alle weg waren, je nachdem, wo die Blasen natürlich liegen. Also ich hatte es zum Beispiel in der Ellbeuge, sehen wir gleich, und dadurch, dass ich ja den Ellbogen trotzdem bewegen musste, weil ich halt im Wald war, als ich das bekommen hatte und dann noch aus dem Wald irgendwie wieder raus musste mit Rucksack und allem Pipapo, ging das nicht, mich allzu sehr zu schonen, und habe dann eben bei der Belastung eine platzen lassen. Und das folgende Bild, das ist jetzt nicht unbedingt hübscher als das hier, zeigt meinen Arm genau bei dem Zustand, wo die letzte, eine weitere Blase geplatzt ist, nachdem ich beim Arzt angekommen bin und noch ein Bild machen wollte, bevor ich es verarztet bekomme, ne? Wie der Name Arzt ja schon sagt. Haha. Das ist also meine Version von dem Ganzen. Das ist, wie gesagt, meine Ellbeuge, also Vorderseite vom Ellbogen, linker Arm. Und ich hatte zwei riesige Blasenbildungen, eben einmal links, einmal rechts und dann noch in der Mitte diese kleine, knubbelige, eklige Blase da. So, und das war jetzt dahingehend interessant, weil ich weiß nicht genau, wann ich mit dem Zeug in Berührung gekommen bin. Ich kann mich, also ich hab das nicht bewusst wahrgenommen, dass ich in den Bärenklau gerannt bin. Ich weiß ja, wie der aussieht, das wusste ich auch schon vorher und werde auch nicht absichtlich reingerannt. Und davon abgesehen, ich bin auch gar nicht reingerannt, sondern ich vermute heute, dass ich mich beim Schlafen kurz mal reingewälzt habe. Ich habe nämlich auf einer Rückegasse übernachtet, das wird gleich noch wichtig, und muss dann wohl beim Schlafen mit dem Arm aus dem Sack beziehungsweise unterm Quilt hervor mich irgendwo kurz in die Vegetation gedreht haben, wohl den Arm angewinkelt haben, das heißt den Bärenklau in meiner Ellbeuge eingeklemmt haben, sodass der links und rechts ein bisschen was von seinem lustigen Sekret hinterlassen hat. Ja, und am nächsten Morgen ist dann dummerweise die Sonne aufgegangen und das Licht, was da dann durchkam, auch unter den Schlafsack oder den Arm, wenn ich ihn teilweise draußen hatte, hat dann recht schnell gereicht, dass kurz nach Sonnenaufgang mein Arm anfing weh zu tun und ich dann erstmal hingeguckt habe und dann sah er so aus, beziehungsweise mit noch größeren, noch gefüllteren Knubbelchen dran. Ne? Und das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich denn dazu gekommen bin, überhaupt in den Bärenklau reinzugeraten. Ich habe auch eine kleine Pustel am Hals gehabt, das war aber nur eine ganz, ganz kleine. Das heißt, ich musste also auch mit dem Hals irgendwie rangeraten sein. Und nochmal, kleines bisschen Licht hat dann schon ausgereicht, um dann die phototoxische Verbrennung hier auch auszulösen. Ne? Das ist inzwischen wieder gut verheilt, nämlich hat man es behandelt durch erstens eine Kortisonsalbe und zweitens so Hightech-Pflaster, die ein feuchtes Wundmilieu um die Wunde, beziehungsweise in meinem Fall um die Verbrennung erzeugen, und damit, also mit diesen Hightech-Pflastern, hat das wirklich erstaunlich gut geheilt und war nach, boah, ich sag mal, 10 Tagen so weit, dass ich nichts weiter drauf machen musste und dass es mir wieder gut ging, dass auch nichts mehr wehtat. Leichte Spuren davon kann man bis heute noch sehen. Ich habe ja auch schon gesagt, das hinterlässt möglicherweise Pigmentstörungen in der Haut, die, wenn es dumm läuft, ein Leben lang sichtbar sind. Das weiß ich natürlich noch nicht. Mein Leben ist ja noch nicht vorbei. Aber ja, man hat da schon Spaß mit. Ja, zur Vermeidung von dem Ganzen jetzt noch ein paar Tipps. Hier also noch meine super qualifizierte Anti-Bärenklau-Checkliste. Also, erstens, Pfotenfinger und sonstige Körperteile weit weg von Bärenklau aufbewahren. Auf gut Deutsch, renn nicht rein, fassen nicht an und lass die Pfoten davon generell. Ja, und wie gesagt, auch alle anderen Körperteile. Zweitens, Bärenklau ist ein Stickstoffzeiger. Das ist jetzt deswegen wichtig, weil das Zeug kann nur da wachsen, wo viel Stickstoff, und zwar massiv viel Stickstoff im Boden ist. Stickstoff bedeutet auf gut Deutsch entweder
entweder Dünger oder Dung, Hundehinterlassenschaften, menschliche Hinterlassenschaften, all sowas in diese Richtung. Oder auch haufenweise abgelagerte Essensreste, Pflanzenrückstände, wenn du irgendwo einen Komposthaufen hinmachst mit Grünschnitt oder irgendwie sowas in die Richtung, dann kann da jeweils, weil sich da dann eben Nährstoffe an dieser Stelle konzentrieren und in den Boden eingewaschen werden, kann an so einem Ort potenziell Bärenklau wachsen. Das ist also insbesondere an Wegesrändern zu erwarten. Und ja, ich denke, das wird der allerhäufigste Fall sein. Ich hatte ja auf einer Rückegasse übernachtet. Die ist regelmäßig gemäht worden, um die ein bisschen frei zu halten, also eine bessere Rückegasse. Und vermutlich hat man dabei den großen Bärenklau so weit klein gemäht, dass der nur noch im kleinen, kleinen Büschelchen da war. Und das führt uns dann auch zum nächsten Punkt, dass der eben bei Abmähen auch wieder austreiben kann, das mitten in der Saison. Also zu einer Jahreszeit, in der er eigentlich eine große Pflanze sein müsste, kann er auch in sehr klein auftreten. Man setzt sich rein oder man wälzt sich rein, je nachdem wie bei mir, falls man dann eben im Walde übernachtet, ne? Ist man jetzt in den Bärenklau geraten, viertens, und weiß das, dass man gerade in den Bärenklau geraten ist und nimmt das wahr, dann wäre die erste Maßnahme bloß aus dem direkten Sonnenlicht zumindest mal raus in den Schatten. Das ist nicht unbedingt der Lösung aller Probleme, aber ein bisschen helfen könnte es, um halt eben eine ganz schlimme Verbrennung zu vermeiden und möglichst schnell abwaschen. Und zwar im Idealfall mit Alkohol, weil das Zeug ist eben nicht wasserlöslich, sondern alkohollöslich. Jedenfalls deutlich besser Alkohol als wasserlöslich. Wenn man also hat, dann nimmt man den, ne? Das ist nochmal wichtig. So, wenn schon zu spät, das heißt, das Ganze ist passiert und man hat die lustigen Pusteln und solche Späße, dann keimfrei abdecken und zum Arzt rennen, ist jetzt übertrieben, aber halt mit bei nächster Gelegenheit zum Arzt. Ich würde jetzt behaupten, wenn man nur eine einzige, ganz winzig kleine Pustel hat, dann kann man damit, glaube ich, auch leben und die wird von alleine irgendwann aufbrechen und dann macht man sich ein Pflaster drüber und dann heilt das auch von allein. Ich habe dieses Jahr noch mal ein zweites Mal das Vergnügen gehabt, da war es aber wirklich nur eine ganz, ganz kleine. Das war dann nicht so schlimm, da musste ich jetzt nicht noch mal extra zum Arzt. Es ist schon leider wirklich manchmal so, dass man das Zeug einfach nicht bemerkt und keine Ahnung hat, wo man sich dann da letztendlich reingesetzt hat, sozusagen, ne? Falls für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Arzt sowas noch nie gesehen hat, je nachdem in welcher Region man unterwegs ist, dann kann man ja, falls man zufällig weiß, was man da hat und eben man weiß, dass man aus dem Wald oder vom Baggersee oder aus der Hecke oder vom Wegesrand, vom Feld sich das Ganze geholt hat, und dass man da so eine Vermutung hat, es könnte eine Wiesengräser-Dermatitis sein, dann kann man das dem Arzt ja vorsichtshalber nochmal schnell sagen, dann wird er hoffentlich nicht ganz so lange rumrätseln müssen, mit was man da eigentlich zu ihm gekommen ist. Das kann ja sein, wie gesagt, es gibt Regionen, da tritt das nur sehr selten auf. Ich war zum Beispiel auch wunderbares Anschauungsmaterial für die ganze Praxis, dass alle so ein Ding mal sehen wollten, weil davon gelesen hatte man, gesehen hatte man es so noch nicht. Also, das ist es im Grunde. Dann will ich auch gar nicht weiter lange um den heißen Brei herumreden. Macht überhaupt keinen Spaß. Ist tatsächlich eine ernstzunehmende Gefahr aus der Natur, wenn du in das Zeug reinrennst. Absolut. Und ja, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und möglichst bärenklaufreies Leben wünsche ich dir. Tschüss.